Willkommen zurück zu The Binding of Isaac. Diesmal ein Run mit Maggie, weil wir letztes Mal mit Isaac gemacht haben und deswegen ist jetzt Maggie dran. Oh je, der letzte Run war halt ein bisschen beschissen gelaufen halt. Ich hätte vielleicht die Tourfahrtskarte mal ein bisschen eher einsetzen sollen, anstatt während des Conquests oder keine Ahnung, wann ich das eingesetzt habe, aber auf jeden Fall war das so richtig scheiße. Gut, Fehler passieren halt, so ist der Bein von Isaac und das zahlt sich ein sofort daheim. Oh, Bob Curse, wunderbar. Falls Bonks, sagst du nicht nein, du frisst doch von dazu, sagst du auch nicht nein. Der einzige Run, der ein bisschen schief gelaufen ist, ist halt. Oh, Nagel oder Parasiten. Ich würde die Nagel nehmen, aber Parasiten für mehr Fun. Ja, das Rumgeklitsche zahlt einen ja immer wieder heim und deswegen macht das nicht gut. Ja, was brauchen wir mit Eve? Mit Maggie. Maggie braucht, ja, Stärke. Eindeutig Stärke. Und so, ja, so ein paar Tiers ab wäre nicht schlecht. Und dann war's das halt. Bomben, Giftbomben haben wir. Werde ich nicht so viel benutzen eigentlich, außer irgendwelche Geheimräume abzusuchen. Aber na gut, so ist es halt mit Binding of Isaac. Man hat so viele Vorstellungen und na, man bekommt es halt nicht, so ungefähr. Ja, so ist Isaac. Nee. Ich habe eigentlich auch Thema gefunden, was ich labern kann, weiter sofort, weil viele wollen jetzt wissen, was ist jetzt los mit meinem Magen? Ich habe ne drittes Grad des Entzündung im Magen. Also, ja, das kann man heilen, aber man lebt damit jetzt momentan so ein bisschen damit. Das heißt, ich kann jetzt wieder normal essen, soll mehr Fisch essen, was ich sowieso sehr gerne tue, Fisch. Ich esse Fisch mehr als Fleisch, also wirklich Hühnerbrust darf ich essen. Das ist auch gut. Schön gebratene Hühnerbrustfilet oder irgend so aus der Art. Lecker. Oder Fisch. Fisch. Also, wenn ihr mich rumkriegt, dann mit Fisch. Was haben wir? Scheißhart, eine Schüssel und eine Pille. Backgas ist in Ordnung. Two of Club für mehr Bomben. Setzen wir gleich sofort ein. Scheißhart für mehr Herzen. Oder Droprate von mehr Herzen zu droppen. Weil das so, ja, wie gesagt, ich habe ein drittes, weiß nicht, dritte Stufe des Entzündung im Mageneingang da. Ja, das heißt jetzt eigentlich nur Schonkost essen. Ganz selten mal Süßigkeiten essen, nur neuerdings halt. Und ja, gut. Und gegen Magensäure kann ich nichts viel machen, weil mein Magen produziert einfach so viel Magensäure halt und dann kann man nicht viel machen. Was haben wir in der Kiste? Nix. Schlüssel, aber zwei roten Herzen. Volle. Oh, der Run ist geschafft. Der Run ist geschafft, The Waver. Aber The Waver geht nur ab Ebene 3. Nee. 4. Ja, Bosse machen mich jetzt momentan auch nur halben Schaden, aber hier auch die Champions-Gegner hier machen auch nur halben Schaden. Halbe Schaden hier. Oh mein Gott, ey. Ich sollte nicht immer so spät abends aufnehmen und dann noch dabei reden und dann ist es rumgegehen, wieder groß. Ja, weiter halt sofort. Also, das ist es. Oh, ein Tintenrock. Small Rock bitte. Ne, eine Kiste, okay. Aber zwei Bomben dafür. Ist in Ordnung. Eine Bombe für eine Bombe mehr und ein paar Münzen. Ist vollkommen in Ordnung. Sag mal nicht nein dazu. Ja, mal gucken, was gleich noch passiert. Da ist ein Champion-Teil. Wenn er mich hier jetzt hinten würde, würde ich noch ein halbes Herz verlieren. Also von daher ist alles in Ordnung. Ja, fein machen wir immer. Halben Schaden. Oh Gott, ey. Ich sollte aufhören, in den Cursor Room wieder reinzugehen, weil. Ja gut, hätte man Judgment die Karte, hätten wir vielleicht ein Teufelsitem rausbekommen können. Weil manchmal ist da auch Brimstone, Lord of the Pit und hast nicht gesehen und hast du da nicht gesehen. Oh, die Schatzkarte. Ja gut, nehmen wir die mit. Und das sehen hier jetzt, glaube ich, auch. Ja.
machen wir das halt so. Ja, dann weiß ich nicht. Ich kann ja ein bisschen was Privates erzählen, was in der Zeitung mal stand vor ein paar Tagen, dass die Leute, also hier die Leute in Niedersachsen, die ja, Leute mit Handicap halt nicht akzeptieren in der Schule. Ist es halt einfach halt so, ist ein bisschen private stuff und so, ne? Ist es einfach so halt so, dass es ja seit neuerdings in Schulen auch so viel eine Schule nebenan gebaut wird für handicappte Leute. Ich will das Wort nicht B sagen. So sage ich jetzt einfach mal so. Es ist ja, ich habe kein Problem mit handicapten Leuten zu arbeiten oder so. Sie sind hammernett, sie können genauso lustig sein wie ihr und habt ihr nicht gesehen und na gut, die haben halt ein bisschen Einschränkungen eben halt mit den Handicaps, was die haben, so, ne? Aber dass die Schule, also die Schüler in Niedersachsen das nicht akzeptieren, das ist ein bisschen traurig, weil sowas gibt es schon seit, weiß ich nicht, über 10 Jahren, dass es so gemacht wird, so halt, ne? Und wenn ich so sehe in der Hauptschule, wo ich mal war, die schlimmste Schule überhaupt gewesen, da wurde jede Leute, da wurde am, weiß nicht, 9. Klasse Hauptschule, da wurde so eine Schule gebaut, eben halt für Leute mit Handicap und ja. Und dann fing das rumge. Oh, hallo Pentagramm. Fängt das Rumgelästere richtig an und da haben die normalen Schüler halt die Leute mit Handicap halt ein bisschen sehr rumgemobbt und so weiter und so fort. Also richtig Mobbing und so weiter und so fort. Und nee, sowas kann man eigentlich nicht tolerieren und sowas. Kann ich überhaupt nicht ab, weil ja, wenn man überlegt, ärgert solche Leute und dann habt ihr dann später nach 1, 2 Jahren, Worst Case, ne, ungefähr, da seid ihr genau in diesem Zustand, was der eine hatte und dann hilft ihr, dann braucht ihr Hilfe und dann hilft ja auch keiner, weswegen ja genau, weil ihr so böse wart oder eben halt so, ne? Nee, also solche Leute, die anderen Leute mit Handicaps einfach rumärgern, eben halt oder so. Es ist genauso, wie ich in den letzten Mal auch gesagt habe, dass auch ein paar Leute, die ich kenne ein paar Leute, die ja beim Obdachlosen einfach dieses, wenn sie nach Geld betteln, halt ja, was haben die, so ein Becher, wo das Geld drin ist, halt einfach mal in die Hand reinschlagen und das ganze Geld fliegt da raus. Also, solche Verhalten, das ist wirklich assig. Und sowas kann ich überhaupt nicht ab. Wenn ich das sehe, höre ich sofort mit den Typen da eine Freundschaft auf oder so, wenn ich das rausgefunden habe oder so, ne? Das ist echt nicht lustig, sowas. Das geht nicht. Also, Niedersachsen hat halt Probleme mit Schülern. Das ist kein Problem. Wenn man ungefähr in Celle, ja, ich sag mal einfach, Bergen, Celle, Hermersburg, so dagegen, das sind die schlimmsten Schüler überhaupt, ey. Wirklich. Wenn er mal in der Celle, BBS 2, ja. Ja, ich war Metalltechnik gewesen. Alter, das war. Boah. Jeden Tag hast du irgendwelche Polizeihunde gehabt, die Drogenhunde nach Drogen abgesucht haben. Die Leute haben einfach in der Schule auf Toiletten einfach irgendwelche Drogenspritzen reingejagt. Dann gab es noch kleine Waldstücke, bist immer mit irgendeiner Sache rausgekommen, was geklaut wurde. Und die haben dir vielleicht teuer verkauft haben für was in die für 200 € oder so. Ja, so ist Celle eben halt. Und wer in Celle wohnt, der weiß es. Und ich habe ja auch in Celle gewohnt, in Bergen gewohnt. Da ist Bergen ist halt einfach eine Stadt, ein Dorf.
Es ist ein Möchtegern-Stadt und es ist keine Stadt. Das ist einfach halt, ja, sehr viele Leute, ausländische Leute in auf ein Gebiet da. Keine Ahnung, auf wie viele Nationen, ich glaube 6, 7 Nationen treffen sich ineinander, aufeinander und miteinander so halt, ne? Und ja. Das ist das Problem, ey. Soweit bist du nicht einmal so, hast nicht mal ein Kind geschlagen, ey, warst so voll Außenseiter und so gewesen und so weiter fort und hast du nicht gesehen. Also, das ist wirklich die schlimmste Gegend, was ich jetzt bis jetzt in Deutschland gesehen habe. Und ja gut, die Realschule war halt ziemlich gut gewesen, da hatte ich nur mal einen Schüler gehabt und dann haben alle ganz gut miteinander verstanden. Eine mehr als der andere weniger. Das ist ja normal. Ich habe da nichts dagegen. Ich verstehe mich auch nicht immer mit jenen und so. Aber mit solchen. Eigentlich hasse ich Jugendliche eigentlich. Die ein bisschen so dieses Macho-Gehabe so halt, ne? Also es ist nicht euer Problem oder so. Wenn ihr mich mögt, ist es in Ordnung. Wenn ihr lieb seid, ist es auch in Ordnung. Habe ich kein Problem damit, aber wenn ich rausfinde, dann verzeihe ich euch das nicht, so ungefähr. Na gut, es ist eigentlich halt nicht lustig, aber sowas ist echt traurig und ja, kann man ja halt nicht so wirklich viel machen, weil Schule halt eben halt sagen, wir können ja nichts tun. Man kann sehr viel was tun, aber die Leute sind halt zu faul. Ja gut. Egal. Anderes Thema. Gamescom. Ob ich dieses Jahr zu Gamescom fahre, steht wieder in der Sterne. Wenn ich sage ja, dann und dann nicht komme, das ist auch doof. Also ich bleib offen. Ich muss mir erstmal noch ein bisschen Geld sammeln, weil ich möchte noch einen PC kaufen. Irgendwann mal. Weil mein Akku funktioniert ja nicht mehr. Keine Ahnung warum. Es lädt sich, ladet auch nicht mehr so auf. Keine Ahnung, was ich mache. Das ist ein bisschen doof. Also wirklich, wirklich doof. Hoffentlich ich zur Gamescom fahre dieses Jahr. Ich glaube eher nicht. Ich glaube wirklich nicht, dass ich dieses Jahr zu Gamescom fahre. Ich möchte mal ganz gerne dahin, aber weiß nicht, was bin ich da? Nur Besucher, vielleicht kennt mich da irgendeiner mal. Vielleicht hat er mich ja irgendwelche Videos gesehen, wo die Facecam mit dabei ist. Und dann, ja, dann, das ist es gut, dann sage ich hier, ey, lass uns Freunde sein. Ich sage, jo, und dann melde ich mich gar nicht bei ihnen oder so. Oder andersrum ist es ist mehr andersrum immer wieder. Ich weiß nicht, wenn ich nichts zu sagen habe, habe ich ni halt nichts zu sagen. Ja, wobei die manche Leute ja nicht kapieren halt. Oh, ja, schöne Pflege-Item. Ui. Ui, 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 ui. Was gibt's denn noch? Also Games, Bobby Bomb, Homie Bomb, ist so gut. So, und jetzt Mr. Mega wäre nicht schlecht jetzt. Was gibt's denn noch zu sagen? Eigentlich halt nicht so viel. Nur dass mein Internet jetzt wieder abspinnt halt und das oh, keine Ahnung, was ich uploaden kann und was nicht. Nur allerdings, weil ich möchte schon. Hallo Miet. Weil ich möchte schon wenigstens jetzt neuerdings ein Video uploaden halt. Oder was heißt ein? Auf jeden Fall zwei, aber jetzt durch die Probleme wieder kann ich nur noch ein oder so machen. Es sei denn, ich mache Samstag halt wieder, also für euch Freitag jetzt, für mich ja Donnerstag, aber Samstag halt wieder ein bisschen aufnehmen, aufnehmen, aufnehmen halt. Das habe ich letztes Mal noch mit Hafen Hero gemacht, glaube 3 Stunden aufgenommen, ungefähr 12 Parts kamen da raus. Warte mal. 3, 6, 9, 9, nee, mehr sogar. Aber gut ist. Sonst gibt's halt nichts weiteres, außer dass ich demnächst auch wieder anfange, alt werden wollen aufzunehmen. Weil ich bin jetzt gerade überlegen, ob ich jetzt mit XSplit jetzt so aufnehme oder halt so.
also normal mit Flaps und dann halt leider Gottes mit Cam Stacey rumrendern muss. Aber die Qualität war halt auch ziemlich gut gewesen eigentlich. Von daher, ja, ich habe ein meine Videos mal angeguckt, ja. Und ich muss sagen, ach du Scheiße, warum hört, guckt er mich an? Nein, ist in Ordnung, weil, keine Ahnung. Ich mag das halt nicht so. Lob, ja toll, sagt einer, ich finde deine Stimme voll toll. Ich sage, ja komm, jetzt sagst du einmal und guckst nie wieder. Gut ist. Nein. Oh Gott, ich mach so schlechte Werbung für mich selbst, aber so ist es halt. Und ich kann die Leute gut verstehen. Ich kann mich auch gut verstehen. Ich verstehe die Leute total und gut ist. Weil die sagen halt so, kannst du auch aufhören, bla. Das ist voll schade. Na gut. Vielleicht haben die recht. Aber na gut, ich mache das trotzdem weiter. Ich verdiene ja mit YouTube ja so oder so kein Geld. Das möchte ich auch nicht. Nur ab einer bestimmten Abonnentenzeit. Dann vielleicht. Dann vielleicht. Aber sonst. Montan? Nö. Nö. Das sehe ich auch nicht ein. Vielleicht mache ich ein gutes Video, das hat man vielleicht 40 Aufrufe oder so und das war's dann. Weiß nicht, aber so die Rock Legacy Geschichte da läuft der immer noch ganz gut. Ich wurde da getroffen, wirklich. Aber na gut. Was haben wir für eine Fehler? Tierstar. Oh, meine Güte. Das Spiel hasst mich oder treut gerade mal wieder sehr derbe rum. Gib mir rote Herzen, bitte. Ach komm, wirklich. Ich hau ab, ey. Nö. Oh, hallo Boss. Ist Bossy Time. Nein. Ich habe irgendwie vor wieder Lust, Super Meat Boys zu spielen, aber ich habe das einzige Problem ist halt mit dem. Ich weiß gar nicht, wo ich mal aufgehört habe, deswegen. Und irgendwie neu anfangen kann ich auch nicht. Wirklich. Keine Ahnung, wie man die Speicherstände da löschen tut. Was gibt's noch? Ja, bald habe ich Geburtstag eben halt, ne? Ich mache hier, das ist das dritte Video, so wo ich darauf anspreche. Na gut, egal. Was gibt's denn da? Ich weiß nicht, ob so mit dem Livestream da funktioniert. Ich glaube eher nicht, weil momentan wieder das Internet ein bisschen abkackt. Ja gut, muss ich halt. Hallo Super Creed. Oh, super. Super. Ja, ich bin auch so doof. Ich sollte öfter mal Bomben einsetzen. Das sind ja schon Homing Bombs. Gut. Oh ja, 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 ja. The Empress. All stats up. Okay. Weil du hast Speed mehr, du hast alles mehr, so ungefähr. Ja, Homing Troll Bombe. Oh, ein Schlüssel. Nice, nice. Und ja, mal gucken, wie man hier weiterkommt. Ich, Montag sage ich zu 100%, wir schaffen den Mann. Durch Wafer und so, ne? Aber sonst, was könnte mir noch helfen? Glaube ich, Powerwimmen würde mir ziemlich gut helfen, wie, wenn ich jetzt noch Polaroid-Zustand habe. Ja doch, Polaroid-Zustand ist immer so ein Muss dann halt. Mit Wafer ist es so wunderbar. Habit wäre nicht schlecht, mit Book of Revelation dann halt. Ja, dann bist du wirklich unverwundbar. Also Habit plus Polaroid plus Wafer, da bist du wirklich die Unverwundbarkeit. Und dann, nee, warte mal, und dann mit der Batterie in Kämpfen da aufladen, diese Batterie dann halt. Oh mein Gott, bist du OP dann. Kannst du so wenig Damage machen, wie du willst, aber du wirst den Run trotzdem noch irgendwie schaffen. Das ist sehr schön. Komm, Gertie, bist weg. Also das Pentagram ist ein gutes Damage-Up-Upgrade gewesen. Oh, Skizzy, wie das hier ist ab. Wunderbar.
Wenn man gegen Gördy kämpft und der Gördy-Kampf geht länger als, weiß ich nicht, eine Minute oder so, dann weißt du auch, dass du kein Damage hast oder so ungefähr. Ja, ist klar, Lay Junior. Ist klar. Wenn, ja, wie gesagt, also Gördy Junior, wenn es länger als eine Minute dauert, dann hast du wirklich kein Damage. So kannst du absehen. Zum Beispiel sagst du auch bei Mom's Hardfight dann halt, wenn sie Shops überspringen kannst, hast du genug Damage schon halt, ne? Und so ist es halt einfach und das kannst du nichts umändern. Oh, hallo Bettler. Hast du was Schönes für mich? Ich habe genug Münzen für dich. So, Temperance, nicht wirklich gut. Ja, rumspielen. Portable Bloodbag, ich hasse dich. Es ist das Yamhad immer noch besser? Natürlich ist das Yamhad immer noch besser. Schlüssel. Komm, gib mir die Kerze. Das kannst du ja immer so gut. Du bist heute gierig, ne? Kann das sein? Oh, das Herz. Ich hätte das vielleicht nicht aufsammeln sollen zuerst, aber nur gut. Man sieht. Oh, Health Upgrade. Sammle ich jetzt mal so sofort auf. Eigentlich, wenn du das Herz siehst, eigentlich musst du noch bis zum Ende des Raums warten, also bis zum Ende des Bosses oder so. Je nachdem, oder je nachdem, wie viel Schaden du erladest, bis zum Boss dahin. Dann würde ich ja sagen, nimm das Herz mit. Aber wie ich jetzt einfach so das Herz aufnehme, hätte nichts viel gebracht, weil Kamikaze brauche ich mir nicht. Weil das Herz macht ja wieder Full Health. Also von daher war es jetzt gerade so eine verschwendete Full Health Pille, so ungefähr. Kann man das so vergleichen? Was haben wir da drin? Book of Revelation? Nein, Monster Manual. Das brauchen wir auch nicht. Das ist. Also, kriegst du vielleicht alle 2 Räume ein gutes Item oder so, ne? Gobby wäre nicht schlecht eigentlich, aber gut, aber Gobby zu werden, ist es halt ziemlich Glück. Los, gut. Schön, schön viel Geld. Geld ausgeben und Geld wieder verdienen. Also so eine plus minus null Sachen, sag ich mal halt, ne? Noch mehr Geld. Money is Power wäre nicht schlecht eigentlich. Da würde ich sogar bei dem Teufelsraum dann das rum ein Herz rumtrainen. Das wäre nicht schlecht eigentlich. Das wäre wirklich, wirklich nicht schlecht. Oh mein Gott, ich habe so tolle Ideen. Hallo Loki. Schön, dass du so einfach bist. Aber ich werde auf jeden Fall noch getroffen oder so. Weil ich so dumm bin zum Ausweichen oder so. Warum macht das Teil keinen Schaden zu Loki? Ich verstehe es nicht. Yep, ich werde getroffen. Ich sag ja, ich bin so dumm zum Ausweichen, neuerdings bei Loki-Kampf. Obwohl der einen ziemlich einfachen Pattern hat. Das ist ja einfach ein Pattern. Nur das Teil nervt halt. Ich habe kein Speed-Up, das ist ein bisschen das Problem. Doch, jetzt krieg ich ein Speed-Up. Ja, super Spiel. Ich liebe dich. Nicht. Ich glaube, ich brauche das Speed of the Night. Ich kann schon fliegen, sonst hätte ich gesagt Speed of the Night. Aber ich nehme Gobby Paw. Oder? Ich glaube schon, ja. Wie ich vorhin schon gesagt habe, man muss halt ein bisschen Glück haben. Ich möchte noch ganz gerne den Shop absuchen. Ich hoffe, er bringt mir was. So eine zweite, hier Mom's Purse. Oh, Kompass wäre nicht schlecht. Kompass wäre richtig, richtig gut. Das möchte ich nicht haben. Was könnte ich denn noch haben? Ja, Kerze wär nicht schlecht eigentlich. Nee, wäre jetzt ein bisschen doof, jetzt Kerze zu haben. Nee, nee. Kompass wär nicht schlecht eigentlich. Ja doch, Kompass. Ja doch, Kompass ist gut. Kompass ist immer gut. Dann wurde ich noch gefragt, wie ein Hearthstone. Ich weiß nicht, nicht wirklich Lust auf Hearthstone irgendwie aufzunehmen. Hearthstone spiele ich privat immer ganz gerne, so
Mission. Wenn ich Mission geschafft habe oder zwei, drei Teile von der Mission mache, zum Beispiel gewinne 5 Spiele, dann mache ich das halt mit dem Paladin oder irgend sowas in der Art. Und gut ist. Mehr macht nicht. Bald kommt das neue, das komische Patch da. Ja, vielleicht wird da ein bisschen Hearthstone wieder gezeigt. Also, ich bin immer ganz offen, weil ich möchte nicht immer nur ein Spiel die ganze Zeit rumspielen. Okay, bei Mega Man Reloaded war was anderes da. Das wollte ich unbedingt spielen, also von daher. Obwohl der ROM-Hack bis auf eine Stelle, ziemlich nervig war und der Rest war halt Glückssache eben halt mit dem Sprüngen halt. Aber na gut. Habe ich ja schon alles erklärt bei Mega Man Reloaded, bei letzten Part, was es mich so ein bisschen angekotzt hat. Da spiele ich noch einen ROM-Hack vorher, bevor ich Mega Man 3 anfange zu spielen. Das ist ein Mega Man 2 ROM-Hack, kann ich nur schon mal sagen. Nein, es ist nicht Mega Man Con No Contest. Das habe ich schon zweimal durchgespielt. Das mache ich nicht mehr. Macht Spieler auf hart und macht Buster Only. Wenn das einer sagen würde. Alter Schwede. Und ohne Safe Date. Ich würde rumschreien, ganz ehrlich. Und den Typen da anschreien und rumschreien und hast nicht gesehen. So ungefähr. Weil das ist das Beschissene, was du machen kannst, ey. Buster Only, no Safe State. Bei Mega Man konnte nur Contest. Welchen Speedrunner würde ich das sagen? Ja, mache ich das halt, ne? Aber so momentan, nö. Da bin ich an meinen Grenzen angelangt, so ungefähr. Das sage ich einfach. Nee, der ROM-Hack ist auch ein bisschen so ähnlich wie Mega Man Reloaded, so ein bisschen einfach und gut ist. Mehr ist es halt nicht. Oh, wenn man von Teufel spricht mit Kompass. Sehr nice. So, einmal raus wieder und dann zur nächsten Ebene. Wie weit sind wir gerade? Halbe Stunde ungefähr, weil ich ja hier den Raum hier abgesucht habe. So ungefähr halbe Stunde sind wir jetzt. Ich werde versuchen, die Runs immer kürzer zu halten. Ich versuche es halt, wenn die guten Items da sind halt. Aber manchmal sind die halt keine guten Items. Ich muss mir halt ein bisschen hier rumfarmen oder so. Dann tut mir auch das auch ein bisschen leid. Ja. Gut. Tiefe 2. Oh, Sister Maggie. Nimm mal mit, so ein bisschen mehr Angriff. Ist in Ordnung. Oh ja. Herzen mit Masken, ich hasse das. Das ist so nervig. Ich krieg jedes Mal solche Räume. Jedes Mal. Das ist einfach nur schrecklich. Oh, hallo Creed, ey. Toll, jetzt habe ich zweimal Creed gehabt. Jetzt bringst du mir Steam Cell oder irgendwas in der Art. Ich kenne dich doch. Aber du hast das Pentagramm, links, Damage Up, ist es sehr gut geworden und durch Meat. Muss man halt sagen. Was gibt's denn noch? Noch zu bereden? Ich weiß es nicht, einfach halt nichts mehr. Das war's dann eigentlich so viel. Oh Gott. Ja, wie gesagt, Gamescom weiß ich nicht. Ich glaube eher nicht. Obwohl ich so ganz gerne zu Gamescom hin möchte. Gut. Aber alleine zu fahren ist auch doof. Ich möchte ganz gerne mit meiner Freundin hin, aber wenn sie sich nicht meldet, kann ich auch nichts dazu machen. Was gibt's denn noch? Keine Ahnung. Wie gesagt, ich freue mich auf Rebirth, wenn. Du Scheißbombe. Ich freue mich auf Rebirth, wenn das endlich mal kommen würde. Das sollte eigentlich schon letzten Monat vor oder vor 2 Monaten schon draußen sein, aber na gut. Vielleicht machen sie noch halt ein bisschen Bugfixen und ein bisschen was Veränderung hier und Veränderung da. Ich weiß es nicht, aber ich hoffe wirklich unbedingt, dass es mal kommen wird. Dann würde ich jetzt sofort nochmal so 100 Parts machen.
Oder Instant 100 Part von The Binding of Isaac dann halt. Und ja, es wird dann halt Full Runs werden. Ich hab. Weiß nicht, bei Roguelike Games sage ich einfach halt, wie Spelunky und hast nicht gesehen, dass ich einfach mal sage, hier komm, 40 ein Run, ein ganzer Run und gut ist. Ich mag das, dieses Rumgeteile nicht. So, manchmal mache ich das auch, auch ein bisschen Überlänge Folge, zum Beispiel 30 oder 40 Minuten, wenn ich vergesse, auf die Uhr zu gucken, halt, dann gibt es halt einen 30, 40 Minuten Part dann. Und das ist ja auch nicht so schlimm. Also für mich ist das nicht so wild, weil natürlich regen sich die anderen dann wieder auf, bla, und hast nicht gesehen und bla. Kennst du 15 Minuten Regel und ich sage, hier ist bei mir nicht. Ich kann was machen, wie ich bei mir mit Reloaded gemacht habe, halt einfach mal eine ganze Stage zeigen und das war's dann. Es geht halt 4 oder 5 Minuten, gut ist. Das könnte ich machen, aber so halt, weiß nicht, was anderes. Mega Man 3, keine Ahnung, worauf ich das Buster Oli mache. Also gegen die 8 Robotmaster kann ich ja Buster Oli machen, ist kein Thema. Die ersten drei, weil ich selbst kann ich auch Buster Oli machen. Das ist kein Thema, das habe ich schon hinbekommen halt. Nur halt kein Perfect Run in der dritten Valley Stage, aber halt bei den anderen zwei könnt ihr mal auf dem alten Kanal da sehen. Ich habe das sogar auf meiner Playlist sogar drin, wenn ihr Lust habt, das zu gucken, wie man geskillt da rangehen kann oder so. Skill, du laberst von Skill, ey. Ja, ich laber von Skill. Bei Perfect Runs ist es wirklich nur Gegner auswendig lernen und die Schwierigkeit, andere Probleme da zu meistern oder einen anderen Weg zu finden, ist alles in Ordnung. Wenn du das kannst, ist es in Ordnung. Was ich bei Mega Man 3 noch nicht gemacht habe, ist, früher als kleines Kind auch nicht gemacht habe, ist Hardman. Hardman, Shadowman und Needleman, Buster Oni. Das habe ich noch nie gemacht. Das wird reinfallen. Auf jeden Fall gegen Needleman wird das halt, ja, Buster Oni halt mit sehr viel Rumgeschrei und Schaden, weil da Gegner wie Quickman ist halt mit kein Pattern. Perfect Runs bei Needleman Stage, ne. Nee, da muss ich sagen, das mache ich dann nicht. Ja, so, sonst, ich weiß nicht. Also, auf jeden Fall wird es Mega Man 3 geben. Dann, ja, vielleicht kommen auch die anderen Mega Man-Teile noch dazu. Ich habe Mega Man 7 noch nie gespielt. Das wird lustig auf dem Super Nintendo dann. Mega Man 8. Ja, habe ich schon gespielt, ein bisschen. Die X-Serie. Ja, ich habe nur Mega Man X2 gespielt. Das ist ja ein bisschen das Problem. Ja, komm, Tears Up ist auf jeden Fall in Ordnung. Da muss ich, glaube ich, noch die 4 Folgen rüber auf meinen Kanal da machen. Ja, ich weiß, dann ist die Qualität nicht mal so gut, aber das Video ist auf meinem alten Kanal. Das wollte ich eigentlich schon zu längst rüberladen, eigentlich. Halt, genauso wie Mega Man und Contest hier halt. Aber na gut, das kriege ich ja nicht hin. Weil ich zu dumm bin dafür. Halt, oder keine Lust habe, das aufzulohnen. Oder besser gesagt, ich muss das Programm wieder finden, wie ich das downloaden kann. Hallo, Piep. Ja. Was gibt's denn halt? Boah, keine Ahnung. Es gibt so viele Sachen halt. Glaube, über Animes will ich noch mal den nächsten The Binding of Isaac Video machen oder so. Das wäre ein bisschen lustig.
Könnt ihr auch ein bisschen mit rumdiskutieren, wie ein Anime ist oder so. Das könnt ihr ganz gerne machen. Ich habe so viele Münzen jetzt. Ja, ich hatte auch mal so einen Run gehabt, wo ich so endlich mal wieder runter war auf 50 Münzen. Da habe ich Two of Diamonds bekommen, da war ich wieder auf 99 Cent. Ey, das ist so brutal da manchmal. Mal gucken. Du bringst mir halt nichts. Das ist doof. Gib mir was. Bitte. Oh, Eternenhard. Das ist in Ordnung. Oh, Rote Marms. Ich finde, Rote Marms ist halt ein bisschen einfach. Oh, komm. Empress und für mich ein bisschen mit Damage drauf zu holen, ein bisschen Tears ab, bisschen Speed ab. Das ist Empress und Stärke ab, hast du nicht gesehen. Ich sollte der Kampf jetzt ein bisschen schneller gehen. Komm mal ums Fuß. Man sieht die ganze Ader da. Okay. Oh, das war knapp. Das ist auch mal. Ja, noch einmal. So. Einhauen. Jupp, 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 jupp. Und da einmal wieder. Einhauen, einhauen. Oh Gott. Schön. Oh, Stammzelle für noch eine Hälfte ab dazu. Also noch mehr Spiel hat's für mich. Durch Copypore und Polaroid und weiter runter. So, dann einmal rein damit. Abkürzen. So, Abkürzung, Abkürzung, Abkürzung. Ich glaube, Copypore benutze ich, glaube ich, eher bei Isaac dann halt. Oh, wieder rote Herzen. Ach, oh, Trio sind wir. Das ist nicht gut. Ja, solange es keine Maskengegner da sind, ist es in Ordnung. Guck mal, du schießt in falsche Richtung eigentlich, ne? Gerade, aber gut, egal. So, weg mit denen. Hier ist gemacht. Warum bin ich wieder hochgegangen? Keine Ahnung. Weil ich glaube, ich gedacht habe, dass kein Gegner drin sind oder so. Ein leerer Raum. Ja, das war halt doof. Das gebe ich zu. Nee, okay. Aber manchmal ist es auch so ein Item drin, da, deswegen. Hallo ihr. Wunderbar ausgewichen. So. Naja, was gibt's denn noch? Dragon Guard 3 gibt's nur als das Spiel ist ab 18 und gibt's halt nur in digitaler Download für PS3 Shop. Das ist voll schade. Ich könnte ja Dragon Guard 2 spielen. Könnte ich, aber das ist ja von Square Enix und das ist ja Square Enix will ja keine Let's Play sehen. Ja, das Problem ist es halt nur, ja, einige dürfen das halt, ne? Und es wäre nichts feiert dann halt das dazu ein bisschen halt und dann gut und die wir so kleine YouTuber gucken ziemlich doof aus der Röhre. Aber gut. Brauchen wir eine Abkönnen halt. Black Penny für mehr Schlüssel. Nee, brauche ich nicht. Ich habe eigentlich genug Schlüssel. Oh, hallo du, Daddy Longleg in anderer Form dann halt. Der ist ja nicht so schlimm, der geht genauso schnell down wie Daddy Longleg. Das ist gut. Wenn du nicht immer das machen würdest. Ja, mach mal noch ein bisschen mehr sowas von. Noch ein bisschen mehr davon. Ist alles in Ordnung. So. Heißen Touch wäre nicht schlecht eigentlich jetzt auch noch zu bekommen. Und Deal mit dem Satan. Na gut, was hat er diesmal? Der Pakt. Das wäre interessant, aber ich sag mal nein. Lieber 9 Herzen mehr anstatt 2 Herzen weniger. Was heißt hier 2 Herzen weniger? 9 Spielhearts und 9 Spirit Hearts gegen
zwei weniger roten Herzen plus zwei Spirit Hearts wieder. Dann, keine Ahnung, finde ich halt das mit den nicht tauschen halt am besten halt, ne? So muss man halt denken, weil so bei dem Isaac. Ich habe keine Ahnung, welchen Vater bin ich jetzt, glaube 117 oder so. Nach den 2 Jahren. Isaac macht wirklich Spaß zu spielen, immer wieder. Kann ich nur empfehlen, das zu spielen. Ja, komm. Weg mit denen. Und, was hast du Schönes? One-Up. Okay. Sag ich nicht nein dazu. Nur halt doof, wenn ich dann sterbe. Wenn ich keine roten Herzen mehr habe. Ja. Mhm. Du. Weg mit denen hier. Oh dear. Ja, mach das so. Okay. Oh. Ich möchte ihn in der Stachel drin haben. Ja, danke sehr. Und jetzt wurde ich auch noch getroffen. Das ist nicht gut. Kriege ich vielleicht jetzt in die Bibliothek The Book of Revelation? Das wäre nicht schlecht. Dann hätte ich einen extra Spirit Heart mehr. Oder weniger, je nachdem. Wenn ich hier so oft getroffen werde. Ah, nee, du Buch der 7 Sünden. Okay. Oder Buch der Sünde. Aber es steht 7, aber na gut, der Buch der 7 Sünden halt eben halt, ne? So, weg. Das war knapp. Der Champion-Form lebt noch, der andere lebt auch noch. Das ist nicht gut. Das ist wirklich nicht gut. Weg mit denen. Red Patch brauche ich auch nicht. Ja gut, hallo, jetzt Liv. Mal gucken, wie schnell ich dich down kriege. Halt nicht schnell genug irgendwie, ne? Ich mach wirklich Maggie halt kein Damage oder so. Kann das sein? Und Blockers. So, schön alle getroffen, das ist gut. Hallo Monstro. Schön mit Gift halt noch ein bisschen. Rumgiften. Komm, jetzt stirb mal bitte. Muss ja schon längst tot sein. Danke sehr. Los, komm. Oh, jetzt kommen die Zombies. Ich hätte eigentlich Bombe liegen können, aber warte ich nicht. Weil ich brauchte noch die Bomben wegen Isaac dann halt. Oder Blue Baby noch. Ja, komm. Weg mit denen. Hallo, Dukes of Lies. Ach, schaffe ich das? Schaff Kampf umgeschwenkt? Ja, danke sehr. Aber auch nur durch Gift halt. Bisschen ausweichen, hast du nicht gesehen. Oh, hat sich selbst weggesprungen, ist in Ordnung. Na gut, fliegen wieder. Ein bisschen aufpassen. Sich ziemlich aufpassen auf dem Fliegen. Und weg. Wunderbar. Auf zu Isaac. Das sieht auch mal so cool aus, wenn das Herz so rumpocht und du fliegst. Oh, Creed, ey, wirklich. Oh, ich wurde getroffen. Oh Gott. Ich hasse Creed, ey. Ja, die Bombe macht gar nichts. Das ist auch super. Oh Gott, weg mit euch. Sorry da. Oh, nicht getroffen, wirklich. Auch wirklich. Na komm. Ich möchte die Bombe jetzt aufbewahren. Oder doch hier. Ja, jetzt geht die Bombe dahin. Gute Bombe. Aber leider war es ein bisschen zu spät halt, ne? Ja, natürlich kriege ich noch den Steam Cell noch dazu. Ach Spiel, hör auf rumzuträumen, bitte. Hör auf.
Steam Sale. Ich schaffe mir jetzt zurück auf 99 Münzen. Das ist doof. Oh Gott, noch mehr Münzen, okay. Jetzt haben wir noch einen langen Weg noch. Hallo Widow. Langen Weg zu Isaac dann. Wenn ich jetzt ein paar Räume mal ein bisschen frei wäre. Widow soll jetzt auch dauern. Schön. Weil einfach da ist so eine Bombe. Da ist so eine Pille. Macht Balls of Steels. Das ist sehr schön. Ach, hier diese Dinger. Ja, treff mich einfach rein. Ja, spawn einfach in mir hinein. Ich habe dich noch rechtzeitig gesehen, ey. Ey, sowas kann ich überhaupt nicht ab. Wenn die Gegner in dir rein spawnen. Das ist doof. Skeletons Key. Ja, warum nicht? Zum Glück bin ich reingegangen. So, weg mit euch. Deswegen geht man manchmal auch in diesen Boss-Trap-Room rein da vom Marm. Genau wegen solche Sachen halt. Hallo Schaf. Das kann jetzt ein bisschen länger dauern. Ein bisschen länger halt. Ziemlich lange. Aber na gut, egal. Ja, man hat einfach frei zu kämpfen. Er benutzt noch die Bombe. Ja, das bringt mir halt nicht viel. Ich möchte die Bomben ja, wie gesagt, aufsparen. Doch mein Wolltür. Ach, super. Super, super. Doppelmonster ist immer ziemlich einfach. Weil die beiden auch das Health-Anzeige teilen. Ein bisschen den Vorteil darum. Nur eines weg. Da werde ich ihn doch noch getroffen, wirklich. Wirklich spielen. Dann kommen wir zum Business, ist eigentlich schon längst weg. Danke sehr. Was die Key brauche ich nicht. Oh, ja, 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 ja. Komm. Oh Gott. 4 Schüsse, okay. Oh, da wurde ich getroffen. Das ist ja nicht so schlimm. Solange ich meine Spirit nicht sehe, oder sobald ich das. Ja, spawn einfach in mir rein. Ich hasse diesen. Oh, hallo, Death. Du bist ein bisschen komisch. Stundenglas, okay. Mein Weg ein bisschen freispringen. Ihn vergiften, das ist auch sehr nett. Halt. So, jetzt nur noch die Zombies da und na gut ist. Jetzt stirbt mal bitte. Muss eigentlich schon längst tot sein. Da jetzt. So, das ist weg, das ist weg. Jetzt nur noch den komischen Pferd da. Umbringen. Und das kann ein bisschen schwierig werden. Ja, oder doch nicht. Hallo, Isaac. Mit unverwundbarer Kaltzeit mit Dings. Mit Polaroid. Giften ist immer sehr schön. So Isaac vergiften halt. Der Kampf geht der Kampf ein bisschen schneller, hoffentlich. Da wurde ich wieder getroffen, wieder rein und wieder Bombe machen. Wieder in Giftzustand einsetzen. So, weg mit ihm. Oder besser gesagt mit Kugel ausweichen. Der ist auch ziemlich aggressiv, weil ich auch ganze Zeit schieße, deswegen ist er auch aggressiv. Schön ausweichen hier. Langsam aber sicher. Und somit haben wir gleich die dritte Phase angeleitet.
Ja, komm. So, dritte Phase. Eieiei. Oh, da hat mich nicht getroffen. Das hat, hätte mich auch nicht getroffen. Glaube ich zumindest. Das hätte mich auf jeden Fall getroffen. So, wegen. Oh, komm, wirklich. Kriegt die Engel Fetus nicht hin. Da wurde ich einmal getroffen. Nicht schlimm. Polarized-Zustand. So, oh, noch Seelenherzen wieder dazu. Ist in Ordnung. Eieiei. So. Wirklich, Spiel, wirklich. So, danke sehr. Auf zur Kiste. Dead Bird kann man nehmen. World Race kann man auch nehmen. So, Einhorn brauchen wir nicht. Oder doch, da Einhorn können wir ruhig gut brauchen. Ich müsste Last als letztes am Leben haben, wegen Chancen auf Dings, Weißen Touch. Das Herz habe ich ja schon eingesammelt, das ist ein bisschen das Problem. Glatonie, geh mal weg, bitte. Danke sehr. Ja, ist gut, Lars, hast mich einmal getroffen, Dina. Na ja, komm, geh mal weg. Geh mal weg. Nein. Danke sehr. Oh, ich habe Poison Touch bekommen. Oh, wie einfach wird das denn jetzt werden? Spielautomaten brauchen wir nicht. Nee, nee. Hallo Death und Pestilence. Schade, dass die auch kein Cube mit droppen. Wäre hammer nice. Wenn wir das machen würden. So. Death, geh mal weg, bitte. Oder geh in der zweiten Phase. Eins von den beiden, bitte. Eigentlich würde ich auch Bomben benutzen. Eigentlich. Tue ich aber nicht. Der F muss weg. Schieb ihn raus. So, danke sehr. Der Bild macht seine Arbeit auch ganz gut jetzt. Aber gut. Hier ist nur noch den komischen Pferd abziehen. Was ja immer wieder das Schwierigste ist, das zu machen. Komm. Treffer, Treffer. Er muss ja eigentlich langsam tot sein. Na komm. Wird mal tot. Danke sehr. Gut. Hallo Famine und War. Das ist ein bisschen einfacher. Na gut. Poison Touch eben halt, ne? Kommst du hin? So, den ja mal ein bisschen angiften. Ja, komm. Kapriere mal ein bisschen mehr. Ein bisschen, komm. Danke sehr. Jetzt bist du noch ziemlich einfach. Nicht wahr, boah? Ja. Oh ja, Gott, da bin ich nicht gerade ausgewichen, das ist mein Fehler. Hallo Blue Bibi, das wird ja nur noch ein Tanken sein. Oh, hab ich getroffen. Oh mein Gott, er hat mich getroffen. Sowas geht ja gar nicht. Sister Maggie und Deathbed machen guten Schaden jetzt. Ich mache jetzt guten Schaden mit Poison Touch und Polarized Zustand. So. Gut, wurde getroffen. Hätte einfach nur in der Mitte stehen bleiben sollen, aber gut. Hauptsache, er ist vergiftet.
Blue Baby, geh mal down, bitte. Du hast hier eh jetzt keine Chancen mehr. Weil ich verliere ja nur ein halbes Herz, also von daher. So. Enge Fische ist ein bisschen weg. Deadbird macht seine Arbeit ganz gut momentan. Oder auch nicht. Und der ist weg. Der ist auch weg. Und der Run ist geschafft. Wunderbar. Ja, ist ziemlich einfach im Run, ne? Eben halt nur halt ein bisschen in die Länge gezogen halt mal wieder, ne? Gut, das war's dann. Und man sieht sich hier nicht wieder bei The Binding of Isaac.